Bereits Mitte April findet in diesem Jahr das Osterfest statt. Wettertechnisch hat uns bis dahin ein eisiger Wind aus Nordost begleitet. Noch einen Tag vor Gründonnerstag hat man mit diesem heftigen Wind buchstäblich zu kämpfen. Selbst das Füchslein bleibt lieber hinter dem schützenden Erdwall auf der Wiese. Aber pünktlich zum grünen Donnerstag kommt die Sonne heraus und es ist zwar noch etwas windig, aber das Wetter wird allmählich regelrecht sommerlich. Das frische, saftige Grün überall verstärkt den Eindruck, dass nun endlich der Frühling es geschafft hat. Ich kann ausgiebig Eichhörnchen-Dame Federchen auf ihrem täglichen Arbeitsweg beobachten. Und währenddessen erstarre ich nicht zu einem Eisblock, sondern sitze gemütlich in der wärmenden Sonne. Allerdings wird es ja noch verhältnismäßig früh dunkel und so bricht auch der Abend verhältnismäßig schnell an. Und das ist das Einzige, was mich jetzt einschränkt. Die Zeit geht viel zu schnell vorbei. Von meinem Sitzplatz in der Sonne, ca. 150 Meter oberhalb der großen Futterstelle, kann ich beobachten, wie die Krähen sich über die leckeren Sachen hermachen. Zuerst kommen einige Späher und sitzen in den Baumkronen relativ in Deckung und beobachten, ob die Luft rein ist. Dann kommen allmählich immer mehr von ihnen heran und das Ganze geht los. Einige von ihnen kommen sogar zu Fuß über die Wiese. Aber das ist eher eine Taktik, eine vorsichtige Art der Annäherung und langsamen Einkreisung des Futterplatzes. Wenn dann tatsächlich festgestellt wird, dass die Luft rein ist, dann wird eingeflogen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele es sind und ich könnte dem Treiben stundenlang zuschauen. Damit ich auch richtig was zu sehen bekomme, habe ich das Futter extra breit über die Futterstelle verteilt, sodass auch die Krähen eigentlich an jeder Ecke des Futterplatzes etwas finden und umso mehr kann ich sehen. Mit ganz wenigen Ausnahmen geht das Ganze sehr still über die Bühne. Sehr geschickt und diszipliniert vermeiden sie es, irgendwie noch extra Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die kleineren Vögel rundherum sind deutlich lauter zu hören.
Noch vor kurzem habe ich von all dem gar nichts mitbekommen. Da sind die Krähen erst eingeflogen, wenn ich den Rücken gekehrt hatte. Jetzt darf ich, allerdings in einigen Metern Entfernung, zuschauen, wenn ich mich ruhig verhalte und nicht störe. Dafür aber gehe ich dann anschließend mit ruhigem Gewissen nach Hause und weiß, dass mein Futterpaket da angekommen ist, wo es ankommen sollte und nicht dort, wo im Prinzip sowieso schon genug Futter zu Hause im Napf liegt. Sonst konnte ich immer erst am nächsten Tag sehen, dass das ganze Futter weggefuttert war. Aber wer das aufgefuttert hatte, wusste ich nicht. Gegen Abend bricht dann auch Eichhörnchen Dame Federchen den Heimweg an. Die warmen Strahlen der letzten Abendsonne nehmen wir aber gern noch mit. Na sowas. Will die Dicke da unten nicht auch endlich nach Hause gehen? Zum Karfreitag hat man fast den Eindruck, es wäre schon Sommer. Das laute Hupen unserer Museumsbahn Caroline verkündet, dass wir einen Feiertag haben. Für Federchen zählt das nicht. Sie hat jeden Tag einen ganz normalen Arbeitstag. Schließlich will man ja einen ordentlich gefüllten Abendbrotstisch. Dass die dicke Menschenfrau jeden Tag diese leckeren Nüsse hierher bringt, das trifft sich natürlich hervorragend. Wenn man es nur nicht immer so eilig haben müsste, weil sonst diese schwarzen großen Vögel hier eintrudeln und in 0,0 alles wegfuttern. Ach, ein Traum. Strahlend blauer Himmel und warme Sonnenstrahlen. Diese clevere Rabenkrähe hier sucht entweder ihre eigenen Verstecke vom Futter oder die vom Federchen. Federchen versteckt derweil fleißig weiter Nüsse, entweder in den Bäumen und Ästen oder unterhalb der Bäume im Gras. Die schlauen Krähen jedenfalls beobachten all das genauestens. Besonders viel von all den versteckten Leckereien wird Federchen leider nicht wiederfinden. Aber dafür komme ich ja jeden Tag und bringe Neues. Wenn jetzt noch der starke Wind nachlassen würde, wäre es richtig schön und man könnte meinen, fast schon Sommer. Recht gelassen sitzen nun rund um mich herum die Tiere. Offenbar haben mich nun alle akzeptiert und ich gehöre zum Inventar.
Oh, na gut, nicht alle. Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Fuchs direkt am Futterplatz. Ein skeptischer Blick hinauf zu mir, die circa 150 Meter entfernt sitzt. Bewegt die sich? Erstmal abwarten und so tun, als wollten wir niemanden ein Härchen krümmen. Aber das möchte das Füchslein sowieso nicht. Er möchte es etwas von dem leckeren Futter abhaben, was ich speziell für die Krähen und Rabenvögel mitgebracht habe. Okay, wir versuchen es mal und schleichen uns vorsichtig an. Die Vögel haben bereits das Weite gesucht. Zumindest ein Stück weit, sodass sie sehen können, wann der Fuchs endlich wieder geht. Boah, Mann, diese geizigen Rabenkrähen. Nicht mal ein Stück haben sie herunterfallen lassen. Schauen wir mal am nächsten Baum nach. Federchen gönnt sich unterdessen hoch droben eine kleine Pause. Warten wir lieber in aller Ruhe ab auf unserem sicheren Plätzchen hier oben, bis der Meister Reinecke wieder gegangen ist. Die Krähen haben oftmals überhaupt keine Scheu vor dem Fuchs und vertreiben ihn eher, als dass sie vor ihm flüchten. An der Futterstelle war für den Fuchs wohl nicht mehr viel zu holen. Er verlegt sich lieber aufs Mäusefangen. Eine ziemlich mühselige Angelegenheit, die auch meistens nicht von Erfolg gekrönt ist. Rabenkrähen und Familie Fasan teilen sich unterdessen friedlich die Sachen von der Futterstelle auf. Ich frage mich immer wieder, ob ich wohl einige von ihnen jemals unterscheiden können werde. Von hier oben kann ich so viele Unterschiede jedenfalls nicht finden. Aber doch. Es gibt ein paar sehr auffällige Krähen unter der ganzen Schar. Ich kann eindeutig zwei ausmachen, die mehr von Nebelkrähe haben als von Rabenkrähe. Eine von ihnen habe ich Pingu getauft, in Anlehnung an Pinguin, weil sie aussieht, als würde sie einen Wrack tragen. Diese Krähe kann ich dann auch in der späteren Folge immer wieder neu bewundern.
Sie wird zu einem meiner Stammgäste hier am Futterplatz und wird Jahre später noch hierher kommen. Auch dieser Ostersonntag ist wirklich sommerlich warm und die Sonne strahlt, als wolle sie alles wieder gut machen, was im Vorwege an schlechtem Wetter da war. Auch der Fuchs schleicht wieder um den Futterplatz herum. Es grünt und sprießt nun mit aller Macht. Der Fuchs hier, der immer um den Futterplatz schleicht, ist offenbar ein Weibchen, das sich ein bisschen Kraft anfuttern muss, um die Jungen aufzuziehen. Denn sonst würde sie nicht all die Reste hier auflesen, die die Vögel hinterlassen haben. Sie nimmt jetzt einfach alles, was sie irgendwie kriegen kann. Und vergiss dabei auch nicht, dass ich noch da bin und oberhalb des Futterplatzes noch immer sitze. Das Tageslicht jedenfalls geht so langsam in Abenddämmerung über. Und auch wenn die Sonne noch scheint, habe ich auf meinem kleinen Display von der Kamera schon echt Schwierigkeiten, noch genügend zu sehen, um scharf zu stellen. Sehr ärgerlich, wenn man dann so schöne Bilder vor die Nase kriegt. Und dann zu Hause feststellen muss, dass sie leider nicht scharf aufgenommen sind. Der Futterplatz liegt nun auch schon im Schatten, sodass es doppelt so schwer ist, richtig was zu sehen. Na, viel übrig gelassen haben die Krähen wahrscheinlich wirklich nicht. Sie haben es ja auch gut, sie kommen oberhalb auch überall hin. Beinahe neidisch guckt das Füchschen dorthin. Am Ostermontag nimmt der Wind wieder spürbar zu. Für die nächsten, letzten Tage im April ist ein großer Wetterumschwung vorhergesagt. Das wundervolle sommerliche Wetter wird Sturm weichen. Es wird wahrscheinlich kalt, nass und sehr windig. Da macht auch dieser April dem sogenannten Aprilwetter wieder alle Ehre. Am Nachmittag vom Ostermontag lässt sich schon erkennen, dass die Vorhersage mit fast 100% Sicherheit zutrifft. Ich werde im nächsten Teil davon berichten.
Ich hoffe, euch hat dieses Video vom sommerlichen Ostern 2019 gut gefallen und wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und fürs Interesse und sage Tschüss. Bis bald.